Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ihr wollt gar nicht wissen, was passiert ist. Ich war so dumm, ich war so dumm, ich war so dumm. Ich habe das overoffensichtlichste übersehen, was man nur übersehen kann in dem Scheißspiel. Aber dem guten Looks-Like-Link sei Dank, denn dank ihm wurde ich daran erinnert, dass die eine Stelle, die ich vorher schon mal gesehen hatte, unfassbar komisch aussah und dass die nicht ohne Grund unfassbar komisch aussah. Deswegen müssen wir nochmal hin. Ja, also danke an Luxa Link nochmal, den wir ja schon mal gedankt haben, weil er schon mal weitergeholfen hat. Mein Gott, Leute. Pass auf, wenn ich euch das zeige. Ich weiß es nur selber gerade nicht mehr, wo es ist. Doch, hier war's. Ey, ihr werdet euch so, boah, ihr habt mich ja eh wahrscheinlich schon zugeflamed deswegen. Aber nun gut, wir haben uns im letzten Part den Tempel dann mal wirklich von der genauesten Seite angesehen und kennen nun den Tempel so halb auswendig. Passt auf, Leute. Oh mein Gott. Puh. So, einmal hier durch. Das ist mir echt peinlich, weil das ist so eine typische Zelda-Stelle. Hier! Normal! Bombe hin und die Sache ist geklärt. Und ihr wollt nicht wissen, was sich dahinter versteckt, Leute. Doch, da ist es. Die Maulwurfshandschuhe, natürlich. Mann, fuck, fu. Ach. Ja. Der Fail hätte nun wirklich nicht sein müssen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß es doch. Es tut mir auch echt leid, dass ich im Grunde so hart gefailt habe und es nicht, nicht herausgefunden habe, Leute. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber auch ich mache Fehler. Auch wir failen in diesem Let's Play. Und das Let's Play, naja, darf auch mal ein paar Fehler enthalten. Oder meint er nicht? Doch, darf auf jeden Fall mal ein paar Fehler enthalten. Mein Gott, es ärgert mich, aber es ärgert mich selber schon wieder. Es ärgert mich schon wieder so hart, weil diese Stelle einfach so offensichtlich ist. Weißt du, es gibt keine offensichtlicheren Stellen in Zelda als diese Stellen, an denen der Boden anders ist. Oder wieder oben, ja, wo dann so... Das ist, ich meine, für ein Zelda-Spiel, oh mein Gott, ey, ich habe schon ein paar Zeldas gespielt. Das ist doch nicht so, als wenn ich sowas zum ersten Mal sehen würde, hör mal. Nun gut, ärgern wir uns nicht weiter, machen wir die Scheiße einfach zu Ende jetzt hier. Zieh mal durch. So, hier war nämlich der Schlüssel, das wollte ich jetzt als erstes nochmal schnell abhaken. So, da ist der Schlüssel und die Wand hier sieht nämlich auch sehr verdächtig aus. Ich weiß nicht, ob da was ist. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Gucken wir mal. Nee, da ist nichts. Alles klar, gibt auf der Karte ja auch keinen Raum dafür. Kein Platz auf der Karte für einen super special Geheimraum, den wir übersehen hätten haben können. So, geh mal runter da. Sehr gut, kleiner Minish. Okay, jetzt gehen wir hier rein und jetzt sollten wir auch in der Lage sein, wirklich... Ja, ja, ist gar nicht so schlimm. Da wollte ich eigentlich ja eh hin. So, aber Moment, nee, das ist falsch. Nee, das, da wollte ich nicht hin. So, hier sollten wir nämlich jetzt alles abgehakt haben. Zumindest vordergründig. Und jetzt können wir uns... Moment, wir können uns erstmal auf den Weg rüber machen. Machen wir jetzt alles ganz langsam, eins nach dem anderen. So, da haben wir jetzt erstmal den Ruby. Und jetzt überlege ich gerade, ob es hier noch irgendwas gab, was wir zu erledigen hätten. Ja, hier, ja. Hier gab es das auf jeden Fall noch. Yeah, ein Glücksfragment erhalten. Yeah. Aber jetzt werden wir den Tempel auch rocken. Jetzt bin ich ja, weiß ich ja über alles Bescheid. So, nächste Glücksfragment. Way, nochmal schnell aus dem Staub gemacht. Aber jetzt gab es hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee, hier gab es weiter nichts. Dann können wir kurz einmal den Aufzug nach unten nehmen. Den etwas unfreiwilligen Aufzug. Aber trotzdem, Aufzug ist Aufzug, Leute. Da gibt es nichts. Boah, wenn ich in der VHS, in der Volkshochschule bin, habe ich immer richtig Angst, weil der Aufzug da, der ist mir immer nie... Was denn da? Ah, der ist mir nie ganz geheuer, wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas? Oh yeah. Endboss? Oh mein Gott. Witch. Okay, und 80 Mysterienmuscheln. Das ist ja easy going. Jetzt muss ich echt nochmal alles hier, meinst du es ernst? Okay, und dann sollten wir jetzt hier reingehen und hier sollten wir dann jetzt auch die letzten Geheimnisse des Tempels lüften können. Oder auch nicht. Nee. Ich glaube, ich erzähle schon wieder Blödsinn. Kann das? Ich kenne den Tempel doch nicht.
Nee, aber hier war doch noch dieser eine. Ja, zum einen dieser Raum. Ah, nee, hier ist nix. So, zum... Ah, genau. So, einmal hoch, bitte. Und... Was ist das hier? Ah, okay. So, mach mal einmal frei. Und, boah, wir haben so viele Glücksfragmente. Wenn wir jetzt nicht dick was vereinen können, hinterher weiß ich auch nicht mehr. So, ah, hier waren wir in diesem Raum. Ich erinnere mich. Und ich meine, da mussten wir jetzt da rein. Und da gab's, oder nicht? Da gab's doch noch so ein... Nee, gab es... Aber hier kam ich doch erst später. Kam ich erst später weiter? Oh mein Gott. Moment, lass mal kurz auf die Karte gucken. Ich kann mich... ihr könnt euch auch noch an den einen Raum erinnern mit der Statue, die hinter dem komischen Käse war. Aber wo war der Raum? Ich weiß es gerade leider nicht mehr. Ah, das war Fail, was ich gemacht habe. Ah, wo ging? Ich weiß es gerade nicht mehr. Moment mal. Das war aber nicht hier, oder? Ach, fuck, jetzt habe ich den ausgedrückt. Nee, das war nicht hier. Okay, ich kenne den Tempel doch nicht in- und aus. Oh mein Gott, Leute. Der TT ist wieder dick am Failen. Aber das kennt er ja mittlerweile. Wann fähig ich... Ja, toll, das hast du gut gemacht, aber das Ding brauchst du doch gar nicht. Schwachsinn. Bullshit, was ich hier gerade fabriziere. Okay, ich weiß es doch nicht mehr. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. War das hier? Definitiv nein. Oh, ich bin so dumm. Na gut, okay. Wo war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Warum weiß ich das nicht mehr? Es ist doch noch gar nicht so lange her. Egal, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch mal die Truhen mitgenommen. Das ist vollkommen in Ordnung, meines Erachtens nach. So, haben wir die Truhen mitgenommen. Und dann haben wir hier wenigstens auch alles abgeschlossen. In der Chose hier. Ah, ich weiß wieder, wo das war. Ich weiß wieder, es war doch hier. Ich bin so schlecht. Okay, okay. Lernt weiter von TTs Höhlenmanagement. Auf höchstem Niveau und höchster Schwierigkeitsstufe versuche ich hier gerade Höhlenmanagement zu betreiben und den Weg zu finden. Was ich finde, ist nichts, aber immerhin besser als alles. So. Oh mein Gott, Alter. Das muss für Leute, die wirklich das Spiel gut kennen, muss es so peinlich sein. Also so aussehen. So, weißt du, wenn da so ein fitter, richtig heftiger Noob sitzt, wie ich das gerade bin, der so überhaupt gar keine Ahnung mehr hat von dem Spiel, ja, der gar nichts hinbekommt, das muss so komisch aussehen. Ah, hier hat die Hand mich gepackt. Ja, das war ein Fehler, dass die mich gepackt hatte, denn hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter, verdammte Otterfamilie. Geh kaputt jetzt. Danke. So, ja, normal. Hier ging's weiter. Ja, den Schlüssel habe ich auch. Mach auf. So, und jetzt müssen wir hier runterfallen. Oh mein Gott. So, und jetzt haben wir den Boss-Schlüssel. Yeah. So, was fangen wir jetzt damit an? Ah, fuck, nein, ich drücke mal die Karte weg. Da stand ich schon ein paar Mal vor, ja. Das weiß ich auch selber, dass ich da schon ein paar Mal vorstand. Ich weiß noch nicht mehr, wie man da hinkam. Gut, ne? Ah, doch, ich weiß. Ich glaube, ich weiß wieder. Doch. Ich glaube zu wissen, wie man da hinkommt. Das ist zwar jetzt wieder eine sehr gewagte Aussage. Wenn ich nämlich anfange zu glauben, ist alles verkehrt. Doch. Doch, hier. Hier ist auch der Raum, den ich eben meinte. Das ist der Raum, den ich eben gesucht habe. Boah, ich finde diese Hand einfach so geil, ne? Die Hand hat echt Style, finde ich. So, und jetzt können wir nämlich hier, zack, einmal die Kiste noch mitnehmen, Glücksfragment erhalten. Und somit sollten wir auch alle Kisten, ja, guck mal, wir haben alle Kisten in dem Dungeon, sehr schön. Haben wir alles geholt und jetzt können wir hier auch durch. Und einmal rein. Yeah! Und wenn wir das machen, haben wir noch den Warp
Und im nächsten Part schauen wir uns dann an, wie wir den Endboss klatschen oder wie wir vom Endboss ordentlich auf die Fresse kriegen. Was von beim Eintreten wird, das steht noch in den Sternen. Nur die wissen es und ihr wisst es im nächsten Part auch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Ciao.